Du weißt, dass ab und zu Übungen sinnvoll sein könnten, aber du weißt manchmal nicht, welche Übung du machen sollst, wenn du dich um Klang kümmerst, wenn du dich um deine Atmung kümmern möchtest, wenn du dich technisch verbessern möchtest und du weißt nicht, welche Übung du machen sollst. Und bevor du irgendwie überlegst und Zeit verschwendest, machst du am Ende gar nichts. Für dich ist vielleicht dieses Video interessant, denn hier zeige ich dir die zwei absolut wichtigsten Übungen, mit denen du sämtliche Felder abdeckst. Hallo bei Online-Klarinette lernen mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schoknecht und ja, es geht um zwei Übungen, die ich persönlich richtig wichtig finde, weil, naja, mich selbst haben sie enorm viel weitergebracht und wenn du das auch regelmäßig in dein Üben einbaust und es müssen nur diese zwei Übungen sein, dann kannst du sämtliche Fliegen eben mit diesen zwei Klappen schlagen. Mit der ersten Übung zum Beispiel verbesserst du ein bisschen deine Atmung. Es ist jetzt nicht direkt eine Atemübung, also da gibt es intensivere, aber wir wollen ja irgendwas schaffen, was du regelmäßig nutzen kannst und dich weiterbringt. Also Atmung, dein Klang wird verbessert, denn alles, was mit Atmung zusammenhängt, verbessert eben auch den Klang. Deine Technik wird eventuell verbessert, wenn man diese Übung noch etwas erweitert, das zeige ich dir dann auch. Deine Artikulation eventuell wird auch verbessert. Und dein Legato kann sich auch verbessern. Also es sind schon 5 Punkte und vielleicht habe ich noch was vergessen. Also, wie funktioniert jetzt diese Übung? Die erste Übung heißt Luftübung und die machst du am besten einfach irgendwie mal zwischendurch. Ich habe zwar von Schülern immer die Rückmeldung oder oft die Rückmeldung bekommen, dass sie das gerne ganz am Anfang vom Üben machen, damit sie besser reinkommen. Aber ehrlich gesagt finde ich es besser, wenn man diese Übung immer mal wieder zwischendurch einschiebt. Dann hast du einfach auch das Vorher-Nachher-Erlebnis und kannst dich damit motivieren und erfreuen. Das heißt, spiel jetzt am besten einfach mal irgendwas, woran du gerade sowieso übst, oder sei es einfach nur eine Tonleiter oder ein paar Töne, damit du einfach dein Status quo feststellst. Dann machst du diese Übung und das funktioniert so. Am besten, du nutzt eine Blattschraube jetzt für diese Übung und keine Schnur zum Binden, denn sonst wird das jetzt ein bisschen umständlich. Und das sollte auch möglichst schnell gehen, dieser ganze Prozess. Und zwar, Blattschraube öffnen, das Blatt ein Stück runterschieben. Ich hoffe, man sieht es gut. So einen halben Daumen breit. Dann Blattschraube nur so fest anziehen, dass das Blatt gerade hebt und nicht völlig da verrutscht und verloren geht, womöglich rausrutscht. Aber musst du nicht richtig festziehen. Dann greifst du einen tiefen Ton, mindestens das G, vielleicht auch das F oder E, aber du sollst dabei entspannt sein. Also nutze ich hier gerne das G. Und dann atmest du ein und versuchst jetzt durch die Klarinette deine Luft so schnell wie möglich und so viel davon wie möglich loszuwerden. Also ich mache es einmal vor und nochmal und nochmal und dann machst du ganz schnell das Blatt wieder in die Ausgangsposition, setzt es wieder rein. Das sollte schnell gehen und nicht so wie ich, dass du jetzt was redest, sondern einfach direkt diese Übung vervollständigen und dann spielst du deine Tonleiter erneut. Und das wird sich hinterher einfach immer schöner anfühlen. Ja, besser anfühlen und schöner klingen. Jetzt habe ich es in einen Satz gepackt. Es kann sein, dass du diese Luftübung am Anfang nicht gleich richtig machst. Deswegen möchte ich noch schnell auf Fehler hinweisen. Und zwar, das Blatt kann entweder zu weit nach unten geschoben sein oder zu weit nach oben. Schau, probier mal aus, was sich für dich angenehm anfühlt. Das ist das eine. Das nächste ist, dass du eventuell deinen Ansatz zu fest hast. Aber genau daran üben wir auch, dass du da etwas lockerer wirst. Dafür ist diese Übung auch noch mit gedacht. Weil wenn das Rauschen bei dir so klingt und du nicht genügend Luft durchbekommst und auch nicht schnell genug, vielleicht ewig brauchst, dann bedeutet das, dass du einfach einen zu festen Ansatz am Mundstück hast. Also versuch möglichst offen zu sein. Vielleicht, du kennst es schon aus anderen Videos von mir, das Thema Staunen. Dann bist du ganz anders von deiner Körperkonstitution eingestellt.
Und dieses Ausatmen, das brauchen wir. Dann kriegst du so viel Luft so schnell wie möglich los. Und noch eine Sache ist, dass du beim Ausatmen, was auch ein Fehler sein könnte, dass du nach vorne eng wirst. Genau das Gegenteil sollst du versuchen, dass du dich aufrichtest, während du ausatmest. Und je tiefer das Rauschen wird, was da rauskommt, desto näher bist du am Ziel. Und das kann man mit jedem Tag verbessern. Eine Variante davon, ich habe ja gesagt, du kannst auch die Fingertechnik damit verbessern, ist noch, dass du dir deine Stelle, vielleicht einen Takt, vielleicht 5 Töne oder so vornimmst, die irgendwie nicht so richtig in die Finger wollen und das dann auf der Luft spielst. Also genau mit runtergeschobenem Blatt und dann deine schwierige Stelle einfach mal auf der Luft spielst. Nimm ruhig die Artikulation dazu und erschrick nicht, wenn es dann bloppt, wenn du mit der Zunge dieses Fenster abdeckst. Also zum Beispiel. Und dann schiebst du das Blatt eben wieder hoch. Dann hast du sowohl eine leichtere Ansprache, ein schöneres, ein besseres Gefühl, als auch die Technik richtig geübt. Ja, zugegeben, das ist jetzt nicht das Schwierigste, was ich hier gerade gefunden habe. Aber das kannst du eben mit schwierigen Stellen üben. Du musst nur aufpassen, wenn du das auf der Luft übst, dass du wirklich richtig greifst, weil das, was du da übst, übst du richtig intensiv. Also pass da auf. Das ist eine super wichtige Übung, diese Luftübung. Mit der zweiten Übung, die ich super, super, super wichtig finde, die aber vielleicht auch die Ohren, deine Ohren und auch vielleicht von den Nachbarn quälen könnte, ist die Mundstückübung. Mit der Mundstückübung kannst du deine Intonation verbessern und auch die Treffsicherheit der hohen Töne. Du kriegst genauso einen schöneren Klang, weil du kümmerst dich jetzt um die Zunge. Und die Zunge ist genauso wie auch die Luft ein Teil des ganzen Prozesses, was den Klang verbessert und eben auch die Intonation. Also, was machen wir für diese Übung? Für diese Übung nehmen wir das Mundstück runter. Und auch hier gilt, du kannst dir irgendeine schwierige Stelle, irgendwas in der hohen Lage, bietet sich vielleicht an, mal spielen. Gerade wenn du vielleicht an dem C3 übst oder so und das will nicht und verflixt und nochmal nicht. Dann nimm diese Mundstückübung zwischenrein, zieh das Mundstück ab von der Klarinette und versuch jetzt einfach mal, auf dem Mundstück mindestens 2 verschiedene Töne zu erzeugen. Dabei ist wichtig, dass du jetzt einfach mal die Artikulation außen vor lässt. Also bitte nicht anstoßen, die Zunge soll ja etwas anderes jetzt lernen. Also 2 verschiedene Töne, nimm genügend Luft. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen quietschig, aber es ist wichtig, dass du wirklich mit ausreichend Luft übst. Also 2 verschiedene Töne, mal schauen. Ja, vielleicht kriegst du sogar eine größere Amplitude hin, vielleicht auch eine kleinere. Vielleicht ist bei dir der Ausgangston ein tieferer, so vielleicht. Dann ist das dein Ausgang. Und von dem aus versuchst du einfach, deine Amplitude immer größer, weiter zu vergrößern, zu erweitern. Und dein Ziel ist es, dass du diese Mundstückübung irgendwann so drauf hast, dass es eben so klingt. Ja, du kannst eben in einzelnen Abständen nach unten gehen. Für den Anfang ist es vielleicht einfacher. Du nimmst einfach ein glattes Glissando. Und nimm wirklich durchweg Luft. Du hast gemerkt, gerade ist bei mir auch kurz der Ton weggeblieben. Da war die Luft nicht genügend. Das kann bei dir auch passieren. Dann kannst du das wieder verbessern. Und vielleicht einfach, wenn du ein Klavier nebendran stehen haben solltest, kannst du ja mal einen Ton anschlagen und versuchen, den zu treffen. Und du kannst dich damit austoben. Es gibt so viele Varianten, was du allein mit dem Mundstück tun kannst. Und wenn du dich da ausgetobt hast, dann setzt du es eben wieder auf die Klarinette und dann gehst du nochmal an deine schwierige Stelle ran, die hohen Töne, vielleicht das C3 und dann wirst du merken, okay, es kommt ja viel leichter raus.
Vielleicht noch ein bisschen kleine Hinweise zu dieser Mundstückübung, falls du daran scheiterst und nur einen Ton rausbekommst und nicht irgendwie was verändert bekommst. Versuche mal in diesem Fall dann den Winkel zu ändern, denn das, was du innen machen kannst, verändern kannst, das kannst du ja auch außen mal versuchen. Also bleibt die Einstellung gleich und du änderst einfach mal nur den Winkel. Und dann versuchst du mal nachzuvollziehen, wahrzunehmen, was kannst du denn im Innen dann tun, dass das Gleiche rauskommt. Ja, die Zunge als Hebebühne verwenden. Ja, aber sie ist auch nicht, muss man sagen, nicht glatt und du fährst hoch und runter, sondern du musst ein bisschen mit deinem Muskel, ja, ein bisschen kneten, ein bisschen was ausprobieren. Ja, und kannst dir auch mit den Vokalen helfen. Du kannst dir mit der Kieferbewegung helfen, denn der Kiefer und die Zunge, die hängen zusammen. Und wenn du nicht die Zunge alleine, also nicht unabhängig bekommst, nur nach vorne unten, dann wird es tiefer, nach hinten oben höher, dann versuch dir mit dem Kiefer erstmal zu helfen. Ist nicht das Ziel, aber es geht darum, falls du einfach nicht weißt, wie du überhaupt Töne veränderst, dann hilf dir mal und näher dich Stück für Stück an, dass du irgendwann deine Zunge unabhängig bekommst. Das waren jetzt aus meiner Sicht die zwei absolut wichtigsten Übungen. Also wenn du nicht weißt, was du tun sollst, aber so ein bisschen was neben dem reinen Notenabspielen noch einbauen möchtest, dann nutze diese zwei Übungen. Das ist wirklich, ich nutze es seit vielen Jahren regelmäßig und bin immer wieder begeistert. Ich lerne da auch immer noch dazu, mit jedem Mal, dass ich so eine Übung ausführe. Und falls dir das gefällt und auch für dich einen Nutzen hat, und du sowieso gerade zum Beispiel an der hohen Lage hängst und da nicht so gut weiterkommst, da wäre vielleicht mein Videokurs Fit in der Klarinlage etwas für dich. Denn da geht es einfach darum, dass man so den Einstieg findet überhaupt in die hohe Lage, dass man es gleich richtig macht. Und dass das C3 zum Beispiel wird intensiv behandelt, welche Übungen man dazu machen kann. Und vielleicht ist es ja was für dich. Schau einfach mal rein. Ansonsten sehen wir uns in einem nächsten Video, vielleicht auch zu hohen Tönen oder zur Atmung gezielt. Schau einfach mal, was dich interessiert. Bis dahin. Ciao.